1:0 für den MTV. Torschützin mit der Nummer 19, Sophia Fricke. Schöne 1:1 Aktion und wenn die Künze erzielt ihren ersten Treffer für Schwerin, neuer Spielstand 1:1. Beides sind ja sehr junge Mannschaften. Der MTV Alt-Landsberg hat sich vor der Saison ziemlich neu aufgestellt. Es kamen nicht weniger als 10 Spielerinnen von Eintracht Berlin. Und es hat eine Weile gedauert, um da ein wenig Harmonie in die Mannschaft zu bekommen. Die Auswirkungen waren unter anderem beim ersten Spiel in Schwerin zu sehen. Beide Teams noch ein bisschen mit Anfangsnervosität. Da geht es ihnen genauso wie ihrem heutigen Spielkommentator. Und erneut schöne Parade von Susanne Grimm gegen Stefanie Zase. Ja, mein Kollege hier vom Fernsehen hat mich darüber aufgeklärt. Bitte verzeihen Sie mir. Die Torhüterin ist nicht Susi Grimm, sondern Anna Pöschel. Ja, beide Torhüterinnen mit guten Szenen. Maika Noack hat diesen Konterversuch vereitelt. Maika Noack muss heute die Last in ihrer Mannschaft allein tragen. Die zweite Torhüterin, Christine Rembold, hat sich beim Spiel in der vergangenen Woche gegen Potsdam leider verletzt. Man wird sehen, ob das gut geht. Technischer Fehler erneut und es passiert genau das, was eigentlich die Alt-Landsbergerinnen vermeiden wollen, Schwerin zu den Kontern einzuladen. Wir wissen ja, dass Grün-Weiß einige Konterspezialisten in ihren Reihen hat. Nächster Fehlwurf, diesmal von Kerstin Felke. Die Mannschaften, wie gesagt, doch noch nicht so in Schwung,
wie man sich das erhoffen darf. Wir sind jetzt bei 6,5 Minuten, Spielstand immer noch 1:1. Dieser Wurf hat als Tor gegeben. Die Schweriner Trainer haben das ein bisschen anders gesehen, wie dem auch sei. Katharina Hillmann, die Dame mit der Nummer 17, die Kreisläuferin vom MTV, erzielte diesen Treffer. Ausgleich 2:2. Kerstin Felke. Schönen Wurf. Aber postwendend geht der MTV wieder in Führung. 3:2. Torschützin war mit der Nummer 19 Sophia Fricke. Konterversuch durch Anne Ruhmland und der ist drin. Neuer Spielstand 4:2 für die Gastgeber. Ja, beim MTV gibt es in der Tat auch ein paar schnelle Frauen, gerade ebenfalls die beiden Außen. Stefanie Zase, die blonde Dame auf dem rechten Flügel mit der Nummer 21. Ich unterbreche, weil wir hier gerade das nächste Schweriner Tor sehen. Mit der Nummer 9 hat Wendy Künzel erneut getroffen. Neuer Spielstand. 4:3 aus Sicht der Gastgeber. Ja, um nochmal den Gedanken vorhin weiterzuführen. Stefanie Zase, die Dame auf Rechtsaußen, die jetzt wieder am Ball ist und übertreten hat, gelangen beim Hinspiel 13 Tore. Aber wie wir alle wissen, so richtig geholfen hat es nicht. Freiwurf nach dem nächsten Versuch von Steffi Zase. Na, Janke war das eben mit dem Fehlversuch. Siebenmeter Entscheidung für den MTV.
weil eine schwierige Spielerin zum Zwecke der Abwehr durch den Kreis gelaufen ist. Am Punkt Stefanie Zase. Und Anna Pöschel ist offensichtlich in Topform nach Altlandsberg gekommen. Sie pariert diesen 7 Meter. Sie sehen es, meine Damen und Herren. Altlandsberg versucht es mit einer offensiven Deckung gegen die Spielmacherin Wendy Künzel. Genutzt hat es eben nicht. Schwerin schafft den Ausgleich. 4:4. Aber Katharina Hillmann gelingt der nächste Treffer für den MTV. Neuer Spielstand 5:4. Schön aufgepasst.